Der Scheibenberger Künstler Reh Kunzmann ist in Europa der einzige Künstler, der sich professionell mit Kieselcollage beschäftigt. Sein Talent ist selbst arabischen Scheichs nicht verborgen geblieben und so erhält der Erzgebirger regelmäßig Aufträge aus den Vereinigten Arabischen Emiraten oder dem Sultan Oman. Zumeist werden großformatige Wandbilder gewünscht. Eher unüblich ist für Reh Kunzmann dagegen ein Großauftrag aus dem Erzgebirge, noch dazu mit einem christlichen Motiv. Doch genau daran arbeitet er im Moment. Allerdings bleiben arabische Einflüsse keinesfalls ganz außen vor. Ich habe aber auf diesem Krippenaltarbild letztendlich 100% arabische Sande verwendet, mit Ausnahme vielleicht Sande aus Wüsten aus Israel. Und damit wollte ich eigentlich verbildlichen, dass die biblische Geschichte ja in heutigen arabischen Ländern, Israel einmal ausgenommen, angefangen hat. Und letztendlich könnte man das auch ein kleines bisschen als Völkerverständigung in heutigen Zeiten sehen. Das sieht aber längst nicht jeder so. Denn bevor das DEZ-Zentrum Liechtenstein das christliche Krippenaltarbild in Auftrag gab, erhielt Kunzmann immer wieder Drohanrufe, gerade aus dem Erzgebirge. Viele Zeitgenossen könnten damit nicht umgehen, dass er arabische Geschäftspartner gefunden habe und sich mit deren Kultur auseinandersetze. Ich hatte es eigentlich auch ein kleines bisschen satt, dass man von Zeit zu Zeit per Telefon und Mail doch immer wieder als Araberfreund und Terroristenfreund in Anführungsstrichen beschimpft wird. Und daher kommen ja die Anregungen zu diesem christlichen Bild durch das DEZ-Zentrum Liechtenstein ganz recht. Das knapp 2,5 Quadratmeter große Bild zeigt die Ankunft der drei heiligen Könige in Bethlehem. Es soll Bestandteil der alljährlichen Krippenausstellung im DEZ-Zentrum sein. Diese Ausstellung ist die größte ihrer Art in Deutschland.